Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Tombi 2. Ich bin der Tamato, heute mit dabei. Der Andrea. Heute mit dabei. Und mit dabei. Und wir sind jetzt gerade in der Bergwerksstadt, nachdem wir ein bisschen Backtracking gemacht haben im Fischerdorf. Und können jetzt hier einige Sachen machen, zum Beispiel den ganzen Dreck mal abwaschen. Ja, dieser Dreck. Dieser Dreck, den wir gesammelt haben. Und einfach mal schauen, was sich darin befindet. Oh, noch eine... Warte. Okay. Das muss ich kurz erzählen. Okay, mach du das. Ups, warte. Als Kind wollte man halt auch immer seinen Dreck hier waschen. Hat sich dann halt hier hingestellt. Ja. Und, ja, genau so hat das Kind nämlich auch immer ausgesehen. Man stellt sich halt da so hin. Dann geht man ins Menü. So, wo ist jetzt der Dreck? Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Warum kann ich meinen Dreck hier nicht waschen? Warte, ich einmal, wenn ich so stehe. Ja, da geht's. Da geht's auf jeden Fall. Okay, jetzt geht's. Ja, man wollte sich schon so richtig hinstellen vor das Förderband, aber nein, man muss sich vor die Maschine stellen. Soll ich zuerst überraschen? Ist egal eigentlich. Ach, wir müssen eh alles waschen. Und schau jetzt. Ja. Na, jetzt muss er da wieder hingehen. Ja. Aber wenn man sich genau da hinstellt, dann geht's halt nicht. Das ist so komisch. Okay, was ist was drin? Ihr dürft ein jetzt Apfel, am Bett abnehmen. Ein Apfel. Ein Kristall. Birne. Kristall! Birne. Dann hätte ich geschrien, wenn da wirklich eine Birne drin wäre. Wir haben mal ein Video gemacht, vor vielen Jahren, so ein, zwei Jahre vor BLB, haben wir mal so eine Videoserie gemacht, Secrets of Tombi, einfach so gefilmt mit so einer Kamera. Wow. Mit der PSP-Kamera nämlich. Schau, es funktioniert. Schau, jetzt muss er nicht weit gehen. Aber du musst immer so... muss ich einmal im Kreis drücken. Das ist wie der Taschentuch-Trick bei Mace Action. Ja. Okay, was ist drinnen? Gebt eure Bets ab. Es Apfel, ist Ton, Apfel, Ton, Apfel, ne? Ton. Oh, ja. Das ist das einzige Item, was man wirklich braucht, was in diesen Dreckklumpen drinnen ist. Ich habe jetzt zweimal richtig gelegen, jetzt muss ich meine Streak fortsetzen. Machen wir die Überraschung. Nein. Apfel. Ich glaube, ich setze mein ganzes Erspartes. Ich sag nochmal Kristall. Bleib bei der Birne. Es kann entweder sein Kristall, was zu essen, Apfel, ja, die drei Sachen. Was zu essen. Achso, ich habe Kristall gesagt. Okay. Aber da ist doch ein Apfel drin, hast du das gesehen? War auch eine Banane. Hätte jemand Banane gesagt, wäre es nicht falsch gewesen. Theoretisch. Okay. Ich gebe es auf Kristall. Birne. Ich sag ein blauer Kristall diesmal. Kristall, es können mehrere Arten Kristalle drin sein. Ich sage ein blauer. Oh, ein roter. Der ist aber ganz viel wert, oder? Nein, ich glaube, das ist der zweitwertloseste. Okay, letzte Runde. Gebt eure Bets ab. Banane. Ich sage auch Banane. 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 Birne. Apfelbanane. Oh, noch ein roter. Eine rote Birne. Eine rote Birne. Einmal müssen wir noch und diesmal den Special, den Überraschungsdreckklumpen, wo aber... Da kann nur eine Sache drin sein und zwar eine unreine Leiche wieder. Ja. Ich sag Birne. Könnte vielleicht auch eine Birne sein, ja. Ich sag eine große Mahlzeit vielleicht. Aber wie gesagt, als Kind habe ich mal getestet. Ich habe, glaube ich, so 30 Dreckklumpen gesammelt und dann getestet, weil ich so die Probabilities irgendwie rausfinden wollte. Ja. Aber ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Unreines Hartdorf. Jetzt hauen wir mal da drauf, jetzt können wir auch endlich den Ofen aufmachen und mal die anderen zwei Maschinen noch verwenden. Hm. Und da können wir jetzt zum Beispiel das auch gleich reintun, aber das will ich eigentlich erst später machen. Tu mal einfach so ein großes Stück Fleisch rein, schau mal, was rauskommt. Einfach so ein loses Fleisch mit Knochen einfach da in den Ofen tut. Was passiert dann bloß? Man kriegt natürlich ein Steak auf einem Teller mit so einem schönen Blatt. Und so durch. Weil er es isst. Stell dir vor, dass... In seinem Bauch, dann kann er es immer rausholen. So wie der eine aus Pinguine aus Madagaskar. Das wäre so lustig, ja. Okay, machen wir noch eines? Nein. Weil es ja lustig aber war, oder? Ja? Willst du das zum Fleisch sagen? Ja, nein, sagst du. Weil du, okay, Tombi Fact. Tombi Wir Fact. Haben ja diesem einen Typen da oben das gute Zeug gegeben, diese Power-Kohle hieß das. Und dadurch hat alles hier einfach mehr Power und besonders dieser Ofen. Eigentlich nur dieser Ofen. Okay, eigentlich nur dieser Ofen, okay. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten und das Fleisch reingetan hätten, dann wäre das nicht durch gewesen oder es wäre nicht so, wie heißt das jetzt, das Fleisch? Ich weiß nicht, sollen wir die Banane jetzt auch noch da rein? Ja, die Banane. Tu mal die Banane auch noch in den Ofen. Ich weiß, kriegt man dann
anderes Fleisch-Item raus. Was und hier kommen ja so zwei Dampfdinge raus. Es wäre nur eines rausgekommen, um zu zeigen, dass der Ofen jetzt stärker ist. Boah, es ist verbrannt. Das war jetzt nicht gut. Aber nur halb verbrannt. Aber die Banane ist immer gleich, oder? Die ändert sich nicht. Ich glaube, die Banane kannst du immer backen. Das sieht viel besser aus. Ja, sieht richtig lecker großes aus. Großes Steak. Okay, dann ist einfach... Weiß nicht. Schön du. Kann Medium sonst was rein tun? Ja, wir könnten, Spoiler, auch noch das, die Leiche, also die beiden Leichen reintun. Aber das würde ich noch nicht machen, weil das führt zu einem Quest, den ich jetzt eigentlich noch gar nicht anfangen will. Okay. Sondern erst ein bisschen später im Spiel. Man muss sich auch einige Sachen aufheben. Aber ja, man kann halt viel früh machen, man kann sich viel aufheben. Tendenziell, interessanterweise bei Tombi, habe ich es eigentlich meistens so gespielt, dass ich relativ schnell von Area zu Area gehe und dann am Ende, wenn ich in jede Area warte, nur noch die Sidequests mache. Aber ich glaube, bei dem Playthrough, es ist, glaube ich, sogar ein bisschen lustig und interessant, das zu spielen, wenn man gleich viel Sidequests ist, mit ein paar Exceptions, die ich mir bewusst aufheben will für später. Naja, geben wir mal das Steak dem Koch. Der Voice. Du hast seine Voice. Sehr nett, sehr nett. Ich habe ein paar Zutaten. Spät. Ich zeig dir mal, was ich kann. Das macht sogar mehr Sinn, als dass das wirklich da steht. Schau, das ist jetzt pure Magie. Er hackt einfach durch, nichts verändert sich. Aber jetzt ein magischer Trick, er dreht sich um. Wow. Sieht nach Sims aus. Das ist. Na los. Bring mir jetzt endlich was Gutes. Das Tagesgericht. Wir haben ein Steak Sandwich. Wenn ihr noch andere Zutaten findet, sucht sie erstmal. Okay. Ich schaue das mal an, Steak Sandwich. Ja. Halt die Ölschmiere. Ja. Was ganz was Komisches. Ist das? Das haben wir noch nicht gesehen. Wir können natürlich auch den Trockenfisch geben. Machen wir mal das. Oh oh. Ich habe ein paar Zutaten. Zeig dir jetzt, was ich kann. Aber der Koch das einfach in der Abwasch. Ist das so Na los, bring mir endlich was Gutes. Wenn ihr noch andere Zutaten findet, sucht sie zuerst. Aber was hat der für Lippen? Das habe ich auch immer gefragt. Ich würde kurz sehen, was er Lippen nennt. Ja, warte, reden wir mal so einfach mit ihm. Habt ihr was? Was ich aber cool finde, dass er die Speisekarte einfach am Rücken kleben hat. Das ist irgendwie lustig. Das ist ja smart. Immer wenn du so im Restaurant bist, dann haben die Kellner eine Speisekarte in ihrem Rücken. Das wäre irgendwie useful, oder? Irgendwie. Halt Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit, was ganz toll ist. Wir könnten ihm natürlich auch das einfach zeigen und auch den Fisch, aber dann sagt er halt nur, dass wir, ja, wie wir es zubereiten, was wir aber schon gemacht haben. Ja. Weil wir starten. Tu mal ein bisschen sortieren, oder? Das ist ja schon der Schlimmste. Ich finde das aber, hat irgendjemand im Tombi-Club diese Speisen schon mal in echt gekocht? Oh, ich weiß nicht, aber das wäre schon. Das wäre schon cool. In der Abwasch. Weil da, ich hätte irgendwie mit so einem Beil einfach so raushacken. Lust darauf, das in echt zu machen. Ja, das wär's mal. Und noch die ganzen Mahlzeiten. Wir haben ja schon eine. Ja, warte, wie hieß die? Eine Mahlzeit. Okay, da wäre einfach ein Apfel und eine Banane oder eine in einem Orange, Korb. Oder ja. Ist der hinten? Nein, oben links. Das ist das Zupferl von der Banane einfach. Okay. Was du da als Orange siehst. Hey, was sag ich jetzt eigentlich eher, nachdem wir den Bahnquest gemacht haben? Meine Voice? Das war deine Voice. Naja, eine. Euch jetzt fast Leiche gesagt. Eine Leiche? Eine Aluminiumbahn? Dafür brauche ich. Ich brauche was Chemisches. Egal, Schwermetall. Dafür brauche ich, ich brauche was Chemisches. Und der hat uns einfach eine Bombe erzählt damals. Naja, der Fischer, den wir mal getroffen haben, er war sehr stolz auf seine MJF Haarschuppe. Okay, das war ein bisschen... Das war lustig. Ja, der MJF-Joke, in Tombi 1 gab es ja mehr Jungfrauen. Ach so. Und da wurden die immer als MJF einfach betitelt. So. Und hier im zweiten Teil, Spoiler, es gibt auch mehr Jungfrauen und hier werden sie als Nixon betitelt. Ja. So, dem Typ können wir jetzt den Ton geben, obwohl das ist ein passives Item. Hm. Damit kann man auch schön töpfern. Finde ich auch. Tröpfeln, sorry. Finde ich auch sehr komisch und inconsistent, dass man bei manchen NPCs die Items wirklich anwählen muss und dann bei anderen sind es einfach passive Items, die der Tommy einfach von selber rausrückt. Aber ist auch egal. Ist ja auch irgendwie einfacher so. Das warst ja eh auch du. Audiospur verloren. Na wow, klasse.
A-U-D-I-O. Spur. Das ist es doch. So was brauche ich endlich mal. Los geht's. Dauert, naja, ein bisschen länger. Scheiße, genau wie der Kopf. Da schüttelt er kurz den Kopf. Und jetzt ein Zaubertrick. Rup. Ah, schon, er hat es schon gemacht, das hinter der Textbox. Erledigt. Naja, ich bin eigentlich überrascht, was ich überhaupt gemacht habe. Danke. Dank dir könnte ich endlich ein Nest erschaffen. Nimm zum Druck diesen Tropf. Genügend. Ich habe jetzt endlich Kunst geschaffen. Meister Tropfer. Zippo? Topf eines Meistertröpflers. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man Sandburgen ja, am Strand und dann so nassen Sand nimmt und so drauf tröpfelt. Ja. So stelle ich mir einen Meistertröpfler vor. Aber nein, in Wirklichkeit nimmt man einen Beil und slasht einfach ein paar Mal durch den Ton. Und schüttelt den Kopf. Ah, der schüttelt auch den Kopf. Ja, der Arme. Mhm. Dessen Topf haben wir zerstört letztes Mal. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Topf. Meistertröpfler. Mein Tröpfler, mein Trug. Du, ist das wirklich ein Meistertröpfler? Ich dachte, meiner wäre der allerletzte gewesen. Der ist doch nicht für dich. Von wegen. Vielen Dank, ich werde jetzt husten gehen. Lass uns tröpflern. Aber wie schwer der anscheinend ist, dass ihn so raufhebt. Tom hört nicht auf zu tanzen. Außer er schaut her. Ich weiß. Kennt ihr dieses Wagemut-Song? A, B, C, D, F, G. Aber schau, der Typ, dem wir das Wasser gegeben hat, hat uns ja erzählt vom Turm des Mutes. Wagemut. Ja, der Obelisk der Wagemut. Und der gibt uns jetzt das Lied, der... Ich habe sogar die Zahl der Letters richtig getroffen. Das ABC. Das habe ich vor. Aber klingt ein bisschen bescheuert. Aber auch irgendwie auch cool. Dennoch irgendwie cool. Aber vielleicht hilft es euch ein bisschen, wenn es auch nur die Hälfte ist. Ja, jetzt haben wir einen halben Mutzauber, Zippo. Erste Hälfte des Wagemutzaubers. Ja, machen wir das mal einfach mal. Schau, was der Tom jetzt macht. Das singt das jetzt auch. Y, Z, A, B, C, D. Was ich interessant finde, bei Tom ist es höher gepitcht, weil der Tom ja eine höhere Stimme hat. Hier ist nichts passiert. Ja, hier nicht. Aber ja, sehr mysteriös. Ja, ich kann es auch hier nochmal machen. Vielleicht kann ich ja die Laterne. Das ist eh schon draußen. Das passiert nur hier nicht. Ja, alles ist möglich. Aber wir haben ja vom Obelisk der Wagemut gehört und jetzt ein Wagemut-Lied. Das heißt, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, ja, könnte sein. Aber dazu kommen wir erst ein bisschen später im Spiel. Ich würde sagen, ja, geben wir jetzt endlich dem Gran seine Schienen. Jetzt kommt wieder eine längere Cutscene, die auch gevoiced ist. Also, da kann man mal. Bisschen hochdrehen oder auch durchdrehen. Durchgedreht. Gran, das hast du unterwegs verloren. Der musste jetzt lang warten, der Arme. Zum Glück, die habe ich überall gesucht. Jetzt kann ich anfangen. Jetzt kommt der coolste Move in ganz Zombie. Das? Nicht das. Spaß. Schau. Bäm, er haut's quer rein, aber es ist dann... Tabi müsste jetzt gleich kommen. Querschnitt. Tabi müsste jetzt gleich kommen. Hört ihr das? Ganz pünktlich. Ja, ich frage mich, wieso sie denken, dass jetzt die Tabi einfach... irgendwie der Zug fährt automatisch los. Oder war sie schon, ist sie praktisch, wie man im Aufzug stecken bleibt, in dem Tunnel gewesen. Scheiße. Und der war stuck und jetzt kann sie endlich weiterfahren. Das vielleicht würde irgendwie heißen, dass... Ich hätte einfach nur die elektrische Zugsicherung angesprungen. Das kann auch sein. Was für ein böser Tabi ist nicht da. Das sieht nicht gut aus. Ja, Zippo ist schon ein bisschen suspicious eigentlich. Deswegen, ja, dachte ich als Kind noch eventuell, dass er böse ist. Und ich glaube, ich bin mir jetzt echt unsicher, aber ich glaube bei
Terranigma oder so, da gibt es auch so ein Viech, was dir folgt. Und da gibt es aber dann wirklich den Twist, dass der eigentlich böse ist, aber dann stellt sich heraus, dass das irgendwie ein Fake ist. Sorry für den Spoiler, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Also ist es ja kein Spoiler. Hilfe! Der ist sehr lustig geworden, der Typ. Weil der gibt euch jetzt das. Ja, tschüss. Was denn? Was ist passiert? Schweine! Tabby! Schweine! Sie wollten ihren Anhänger stehlen, aber sie gab ihn nicht her! Sie gab ihn nicht her! Das sind jetzt alles. Also, jetzt kommen eigentlich nur Iconic Tombi Lines. Sie hat sich um eine blöde Kette gestritten? Die blöde Kette war ein altes Geschenk von Tombi. Sie liebt sie. Ich finde das so lustig, dass einfach auch sagt, die blöde Kette. Das, also diesen Exchange habe ich auch in Charlo einfach die fast eins zu eins. Die blöden Haargummi habe ich Müll gefunden. Genau, ich liebe ihn. Ja, voll. Der ist so einfach durch. Weg jetzt. Ja, und der wird sich das so einheimsen. Die Kugel lacht. Das ist auch Peter Wenke. Und hier links sehen wir das einzige Mal im ganzen Spiel, glaube ich, den Rauchfang vom Koch. Also, rare moment. Man sieht die Decke nicht so ganz, weil du vorhin gefragt hast. Es ist eigentlich nur schwarz. Ja, es ist halt eigentlich nur schwarz. Ich glaube, mehr siehst du die Decke nicht als jetzt hier. Wer bist du? Wo ist Tabby? Tabby geht's gut. Keine Sorge um sie. Tabby und Grain gibt's schon. Er ist der Einzige, der es als Tabby betont. Grain. Ja, das ist sehr offensichtlich Bentley aus Sly. Ja, dann ist es Peter Wenke, weil er hat auch den besprochen. Stimmt. Ach, schau, jetzt siehst du. Da ist der Plafon, ist einfach der schwarz. Ist. Aber wenn du einen besseren Fernseher hast, vielleicht hat es ja eine Decke. Ja, stimmt. Was war das? Das ist nicht gewollt. Jetzt müssen Sie mal sprechen. Diese eine Line ist nicht gewollt. Na gut, soll ich sie ergreifen? Ja, ja, mach es. Also ich habe keinen Schimmer. Sie hat einfach so. Ab Rest in Peace, Headphone Users. Das ist einfach die Line, die darfst du nicht sprechen, weil dann wird dein Mikrofon auch kaputt. Ja. Ich glaube auch. Trotzdem versuche ich es nochmal. Das noch ist nämlich dem Voice Actor da auch passiert. Das ja, ist gut möglich. Trotzdem versuche ich es nochmal. Und zwar, ich habe echt keinen Schimmer. Er hat einfach die Sau rausgelassen. Also er musste wirklich ein böser... Welcher Artikel ist Sau? Die? Ein böser? Was meinst die, du? Die Sau. Muss er eine böse Sau sein? Das klingt so komisch. Ein böses Schwein? Eine böse Sau? Genau. Sie sind vor kurzem hier aufgetaucht. Und sie plagen das ganze Land. Die plagen das ganze Land. Selbst auf dem Stollen lastet ein Zauber. Auf dem Stollen, finde ich auch. Ich habe etwas, das ihn bricht. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Das muss auch ordentlich kramen. Die Schweinetasche für das Flammenschwein. Den Sagen zufolge findet man da, wo ein Zauber wirkt, eine Schweinetasche. Das ist nicht schlimm. Und wenn man eine Schweinetasche hat, verrät sie ihr Versteck. Den Sagen zufolge. Ja. Das ist aber auch interessant und es wird nie ganz erklärt, weil man ja in Tombi 1 alle Schweine fängt, inklusive dem letzten bösen Schwein, was halt der Herrscher ist über alle, das wissen wir ja schon. Und jetzt sind sie einfach hier. Und man weiß nicht, wie die eigentlich freigekommen sind. Weil Tombi hatte das letzte böse Schwein auch in die Schweinetasche eingesperrt. Ja, es wird auch nie wirklich erklärt. Aber ja, man kann ja selber irgendwelche Theorien erfinden. Es gibt aber jetzt auch keine... Also ich glaube, ich kenne keine richtige gängige Fantheorie. Aber wahrscheinlich, ja, gibt es ein paar. Kommen wir mit dieser Bahn zur Kuyara Ranch? Sag nein. Wollt ihr hin? Da ärgert es sich wieder. Nehmt aber das hier mit als Hilfe. Es ist wohl unsere letzte Hoffnung. Ich merke, wie der Grand einfach so urlacht die ganze Zeit. Auch wenn es ernst ist. Ja, jetzt geht er einfach.
Tschüss. Er ist wirklich da reingegangen, gell? Gran, warte! Jetzt ist der Mole auch hier. Mole! Jetzt hast du die Stimme verloren. Spreche ich die Person oder wer? Ja. Ich glaube schon, ja. Na gut, hey, wie ist dir was? Seltene Lebensformen sind überall entdeckt worden. Auf der Kuyara Ranch gibt's Leute, die so etwas sammeln. Also, finde ich auch cooles Foreshadowing, weil wir haben ja schon einen seltenen Fisch. Mhm. Der Fisch, den man nur selten findet. Und auch natürlich ein Flammenschwein, was ist das? Zum Fangen des bösen Flammenschweins, wenn sein Tor erscheint. Flammensau. Gran, was ist mit dir jetzt los? Ich da. Okay, ich bin vorher. Ja, sollen wir jetzt nochmal mit den Leuten reden? Nein, vorher da, das ist irgendwie so out of nowhere für mich vorgekommen. Na, man hat gesehen, wie er weggeht, man hat die Tür gehört, deswegen wusste ich schon, dass er da drinnen ist. Ja. Aber dann war der Mole einfach auch da drinnen. Okay, wissen jetzt wirklich was, oder ist es ein bisschen so ein. Ach, das ist der. Ich habe die Schweinetasche vor langer Zeit ausgebuddelt. Okay. Das ist jetzt wirklich das Onja-Character-Model. Natürlich. Wegen der bösen Sau ist die Kuyara-Ranch anscheinend kälter als die Stadt hier. Solche Zauber gibt es auch anderswo und es gibt wohl überall Probleme. Kommt ihr auch bestimmt klar? Ja, das geht schon. Wir reden wirklich jetzt über die Schweine. Ja, das ist auch so ganz neu für mich. Ich habe das eigentlich noch nie so wirklich gemacht, dass ich mit denen dann nochmal rede. Das ist sehr interesting. Naja, wenn du nicht wirklich weißt, wie eine Aktie kaufen kannst, benutze den Action-Knopf. Dort gibt es so einige Aktien, Immobilien, Kryptowährungen und Bausparfinanzierungen. Sagt der immer noch dasselbe wie letztes Mal? Schatztruhen gibt es in einer Farbe und für diese eine Farbe gibt es nur 3 Schlüssel. Hier gibt es eigentlich nichts, außer ein Schlüssel, aber dafür habe ich keinen dafür. Okay, was sagt jetzt er noch? Naja, es gibt Wesen, die ihren Körperzustand jederzeit verformen können. So was Komisches auch. Was meint er eigentlich? Ja, naja, die Möwen in der Stadt der Fischer bekommen ihre Farben als Küken. Okay. Gibt Lebewesen, die ihre Form verändern? So was gibt's nicht in Tommy, oder? Schau, wer da ist! Oh. Schaut ihn euch an. Da liegt er. Ich glaube, der ist gevoiced jetzt, oder? Ja. Ich glaube, der war nie ungevoiced. Ich glaube wirklich, Charles ist immer gevoiced im gesamten Spiel. Ja, der klingt wie der SpongeBob-Film ab, Patrick. Ja, es kann sein. Schau, gebackene Banane. Oh, danke. Danke. Schau, wie die ist. Der jongliert richtig damit. Vielen Dank, das hat mich gerettet. Ich habe mir vorgestellt, dass er nicht die Banane so hin und her tut, sondern dass immer eine Banane ist, die er in den Mund steckt, dann die nächste in den Mund steckt und dann die nächste in den Mund steckt. Ah, okay. Ja, daran habe ich noch nie gedacht. Ich dachte, er tut es immer so hin und her schon gerne immer so reinbeißen, wenn sie gerade so rüber. Ich glaube, der. Du hast es gut, Tombi. Du hast es gut. Ich hast es gut, einfach ja. Gut. T1 hat es gut. Moment. Ich hab doch was, was du gebrauchen kannst. Du musst den einen Schritt machen. Gut. Und jetzt zu Tabi. Schon wieder wegrennt. Los! Der zischt ab. So, ja, das können wir noch nicht aufmachen. Ja, jetzt haben wir noch ein halbes. Das heißt, noch eines und dann haben wir wieder ein extra Leben. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt hier eh so ziemlich alles gemacht. Reden wir noch mit dem einen Typen, der hier steht. Vielleicht sagt er auch irgendwas Spannendes jetzt noch. Naja, Morgenstund hat Gold im Mund und Eisbumerang und Hammer und das alles auch mit dazu. Mit dem Hammer kannst du auch zusätzlich irgendwas schlagen. Versuch's doch mal. Also der Typ stand ja vorher da drüben. Interessant, dass irgendwie so ein Position Swap. Oder bewegen sie sich durch die ganze... Nein, der kann sich nur in der Range bewegen, oder? Der kann ja nicht darüber laufen, oder? Komm, mach noch einen Schritt. Sehr interesting, weil so wirklich viel mit den NPCs geredet und so, die
wirklich verstehen habe ich jetzt auch noch nie so ganz untersucht. Ja, aber was ist mit dem? Weil der sagt natürlich, wegen diesem bösen Säue können wir nicht unter die Säue. Hoffentlich ist dir das klar. Also ich weiß gar nicht, es wird eigentlich gar nicht so explizit gesagt, oder vielleicht doch, Säue, falls ich blöd bin. Aber hier in der Bergwerkstatt, in der Rohranlage, ist auf jeden Fall das Schwammschwein mit dem Feuerzauber. Deswegen brennt es ja auch überall in der Rohranlage. Und hier ist es auch heiß, also das schwitzt wie eine Sau. Schwitzt wie ein Schwein. Und in der Kuyara Ranch, wie wir erfahren haben, ja, da ist es kälter. Kälter. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Kuyara Ranch fahren, beenden wir den Part hier. Ich sage Tschüssi, Kopf, Gewäschenkopf, geht schauen mit C auf Resonant, bye bye, Boo, pass auf Ziegen auf und... Good office.